Herzlich willkommen zu unserem heutigen IHK-Spezialwebinar Social Media Präsenz rechtssicher gestalten. Sie sind bestimmt schon ganz gespannt darauf, was unsere Referentin, die Frau Kiel, Ihnen denn zu diesem Thema alles berichten wird. Ich kann Ihnen versichern, es bleibt und wird sehr spannend werden. Gerade im Hinblick auf die sozialen Netzwerke wie Instagram oder Facebook. Aber ich möchte jetzt nicht zu vorgreifen. Für Sie noch ein paar organisatorische Dinge. Wir zeichnen dieses Webinar auf. Sie können es im Nachgang sich also gerne noch einmal ansehen. Und Sie bekommen die Präsentation wie den Link zur Aufzeichnung in den nächsten Tagen per E-Mail zugesandt. Gerne können Sie natürlich, wenn Sie Fragen an unsere Referentin haben, diese auch stellen, gerne über den Chat. Und nach dem Vortrag werde ich diese dann der Frau Kiel stellen. Gut, nun wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß beim Webinar. Frau Kiel, herzlich willkommen, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Ja. Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Bildschirm. Willkommen bei unserem heutigen IHK-Spezialwebinar, in dem wir uns in der nächsten halben, dreiviertel Stunde dem wichtigen Thema widmen, wie eine Social-Media-Präsenz rechtssicher gestaltet werden kann. Wenn Sie Ihren eigenen Social-Media-Account für Ihr Unternehmen betreiben, einen aufbauen möchten, eine Präsenz für jemanden betreuen oder Ihnen spannende Rechtsthemen einfach Spaß machen, dann sind Sie jetzt hier ganz genau richtig. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie ganz leicht Ärger und Abmahnungen vermeiden können. Und gemeinsam gehen wir rechtliche absolute Must-Haves in diesem Bereich durch. Ich spreche über die Impressumspflicht, über Fragen zum Urheberrecht im Zusammenhang mit den Plattformen. Es geht um rechtliche Fragen rund um Postings oder Stories, die Sie einstellen auf Ihrem Account. Wir sprechen über den Produktverkauf, was da zu beachtet werden muss. Es geht um den Einsatz von Influencern, wenn Sie welche einsetzen. Und es geht um Gewinnspiele und ja, last but not least das große Thema Datenschutz. Bevor ich direkt loslege, möchte ich mich noch kurz bei Ihnen vorstellen. Ich bin Christina Kiel, Rechtsanwältin und mit meiner Kanzlei Kiel Legal auf E-Commerce und Marketing und Datenschutzrecht spezialisiert. Besonders gerne vermittle ich auch mein Wissen weiter und deshalb freue ich mich umso mehr, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Aber jetzt geht's los. Im Fokus heute steht, wie gesagt, die Social Media Präsenz und genauer gesagt eine geschäftlich genutzte Social Media Präsenz. Wir sprechen heute nicht von einem privaten Account, den Sie vielleicht auch noch nebenbei betreiben. Sondern es geht um einen, wie gesagt, geschäftlich genutzten Account, beispielsweise Facebook, Instagram, YouTube oder auch TikTok, auf dem Sie zum Beispiel als Unternehmerin oder Unternehmer Ihre Angebote präsentieren oder auch als Mitarbeitende da sich darum kümmern. Und bei dem Account sind natürlich alle Branchen denkbar. Ladenbetreiber, Berater, Fotografen, Coaches, Online-Shop-Betreiber, schlichtweg das Thema ist für jede Branche absolut von hoher Relevanz. Ich zeige heute rechtliche Gemeinsamkeiten, ganz typische Problemfälle rund um die Posts, Likes, Influencer, Gewinnspiele und Werbeanzeigen. Das schauen wir uns hier nochmal im Überblick an. Ganz wichtig den Rechtsrahmen, das hatte ich gerade schon gesagt, es geht noch um Impressum und Datenschutzerklärung. Ich gehe auf Urheberrechtsfragen ein, was ist zum Beispiel mit Reels, mit den Videos, die gedreht werden, mit Musik, was ist mit der Bildernutzung auf Social Media. Was müssen Sie beachten, wenn Sie Ihre Produkte präsentieren? Das hatte ich gerade schon gesagt. Influencer, Gewinnspiele, Datenschutz. Und hier nochmal für Sie den Überblick, dass Sie auch zu Hause dann nochmal nachlesen können. Ja, unser Beispiel, und da möchte ich mich so ein bisschen auch jetzt immer wieder dran entlanghangeln, ist die Frau Bachmeier, die in Augsburg eine Modeboutique betreibt und neue Kunden und Kundinnen auch nun über Social Media erreichen möchte. Und ihr Ziel ist, wie auch ihr Ziel, eine Social-Media-Präsenz rechtssicher zu gestalten. Sie möchte gerne einen Facebook- und Instagram-Account jetzt aktivieren, ihre Produkte posten, eine Shop-Anbindung damit auch einrichten und Gewinnspiele veranstalten. Und gerade diesen Beispielsfall, den sehen wir uns dann noch im Detail an. Der Einstieg ist, leider muss ich schon fast sagen, aber das ist ein absolutes Must-Have, das Impressum.
Bitte auch keine Angst davor haben. Ja, als geschäftlich betriebener Social Media Account sind Sie auch impressumspflichtig. Und da gibt es mittlerweile sehr gute Generatoren, wo Sie sich dran runterhangeln können, welche Pflichtangaben Sie als Betreiber eines Social Media Accounts hinterlegen müssen. Zum Beispiel Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, weitere Kontaktmöglichkeiten. Da gilt die gleiche Impressumspflicht, die Sie von jeder Webseite, die auch im Geschäftsbetrieb betrieben wird. Das gilt genauso für die Social-Media-Präsenz mit den Pflichtangaben. Ein fehlerhaftes oder ein fehlendes Impressum auch auf Social Media bedeutet einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht. Bitte dies einfach jetzt nach dem Webinar vermeiden und nochmal checken, ob auch alles passt. Ein ganz großes Problem bei Social Media ist die Voraussetzung, die das Impressum ebenfalls mitbringen muss. Es muss nämlich leicht erkennbar sein, es muss unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar gehalten werden. Jetzt übersetze ich das Juristendeutsch mal in Social Media. Auf Facebook ist das gar kein Problem. Es gibt schon lange Zeit einen Link, einen extra Link mit Platz für Impressum. Bei Instagram war lange das Problem, dass nur ein einziger Link gegeben werden konnte auf dem Profil. Das hat sich aber auch geändert. Mittlerweile sind bis zu 5 Links möglich. Und hier auch ist ein Beispiel, wenn man in dem Bereich von dem Account klickt, kann man in dem Link sehen, wenn man draufklickt, dass unten sich wie ein kleines Pop-up von unten reinschiebt und dann kann man auf Impressum klicken und kommt direkt aufs Impressum. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie eben der Impressumspflicht auch Genüge gewähren kann. So. Die Datenschutzerklärung, das ist auch rechtlich was vielen Probleme bereitet und man muss sich ein bisschen in Erinnerung rufen. Es ist nicht so wie auf der eigenen Webseite, wo man komplett alleine zum Teil für die Daten verantwortlich sind, sondern man arbeitet ja in gewisser Weise mit den Plattformen zusammen. Und deswegen geht es nicht nur die Plattform was an, sondern auch einen selber. Und der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat gesagt, es gibt eine gemeinsame Verantwortlichkeit von einem Facebook-Fanpage-Betreiber, also wenn Sie den Facebook-Account betreiben, und der Plattform. Und diese Besonderheit, die gemeinsame Verantwortlichkeit, die bringt auch gemeinsame Pflichten für den Betreiber der Social-Media-Präsenz, also Sie, und eben auch den Konzern mit sich. Hier sind also spezielle Datenschutzinformationen benötigt. Was ich vorab noch sagen möchte, leider ist es einfach so, dass die generelle Nutzung von Facebook und Instagram im Moment generell weiterhin mit Risiken verbunden ist. Es gibt ganz viele rechtliche Fragezeichen, einfach aufgrund dessen, dass der Konzern eben auch viel mit Drittländern zu tun hat, also die Datenverarbeitung nicht nur in Deutschland oder der EU passiert und deshalb gibt es hier noch aktuell viele rechtliche Unklarheiten. Und solange diese Thematik nicht abschließend geklärt ist, bleibt es, ein Betriebsrisiko, einen Facebook-Account generell überhaupt zu betreiben. Nur für Sie ein bisschen im Hintergrund. Ganz aktuell ist es auch so, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte in Sachen datenschutzkonformer Betrieb einer Facebook-Fanpage im Februar erst dem Bundespresseamt, der betreibt die Internetseite von der Bundesregierung, die Fanpage von der Bundesregierung, Entschuldigung, die Datenverarbeitung untersagt hat. Die Bundesregierung klagt nun dagegen, das heißt, es wird aktuell eben abzuwarten sein, wie es da weitergeht und wie da der Ausgang des Verfahrens ist. Deswegen nur kurz der Hinweis. Tun Sie hier an dieser Stelle, wenn Sie sich dafür entscheiden, die Pages weiter zu betreiben, tun Sie was dafür, dass die mindesten Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, eine gemeinsame Verantwortlichkeit übernehmen. Und da gibt es, hier ist ein Beispiel über Grad der Verantwortlichkeit, über einen Datenschutzhinweis von der IHK, Koblenz in dem Fall, wo wirklich transparent gemacht werden muss, wer ist für welche Datenverarbeitung verantwortlich.
Und ja, diese Datenschutzinformationen sind genauso wie bei dem Impressum, was ich gerade in dem Beispiel gezeigt habe, auch wieder dem Nutzer transparent zu machen auf dem Profil mit einem Link zusätzlich. Hangeln Sie sich da durch, sehen Sie sich's an. Auch da gibt es in vielen Bereichen schon gute Muster. Passen Sie es für Ihren Fall an und helfen Sie so, ja, möglichst transparent zu sein, auch was die etwas komplizierten Datenverarbeitungsvorgänge rund um die Plattform sind. Hangeln Sie sich da so ein bisschen durch. Was passiert mit meinen Daten? Also seien Sie transparent, schauen Sie sich die Muster an und ja, beantworten Sie Fragen wie, welche Daten sind betroffen, erklären Sie, was Sie mit den Daten von den Fanpages machen, ja, zum Beispiel bei einem Gewinnspiel, was kann der Betroffene dagegen tun, wenn er eben keine Datenverarbeitung haben möchte. Ja, und da empfehle ich einfach nach wie vor ein Muster, damit das für Sie eine Hilfestellung ist. So, jetzt haben wir mal ganz grob über die Rahmenbedingungen schon mal gesprochen. Das heißt, auf Ihrem Account sollte auf jeden Fall ein Link zum Impressum und ein Link zu den speziellen Datenschutzhinweisen gegeben sein. Aber jetzt schauen wir uns natürlich den Kernbereich an, die Beiträge auf Social Media. Davon lebt ja Ihr Account, ja? Und da geht es jetzt um ganz vielfältige Dinge. Es geht um Stories, um Reels, das heißt um kurze Clips oder einfach Ihre Postings auch in, ja, in der Timeline. Und da schauen wir uns an, weil da ist auch eine ganze Menge rechtlich zu beachten. Im Grunde auch da gilt wieder Gleiches wie auch auf Ihrer Webseite, wenn Sie schon eine eigene Webseite betreiben. Beim Inhalt ist zu beachten zum einen das Urheberrecht, das schauen wir uns jetzt auch noch genauer an, und auch das Wettbewerbsrecht. Das heißt, wenn Sie einen Beitrag posten, nehmen wir unsere Modeboutique, wenn ein Beitrag gepostet wird von ihr von einer schönen neuen Bluse und sie möchte Musik zum Beispiel unterlegen oder was zu der Bluse schreiben, sie die Bluse beschreiben, wie sie gekauft werden kann, ist das die schönste Bluse, ist das die, ja, ganz besondere Bluse hervorgehoben oder ist sie die einzige, die diese Bluse verkauft? Diese ganzen Informationen rund um den Beitrag auf Social Media, der werblich gestaltet ist, muss den rechtlichen Anforderungen auch hier genügen. Dazu im Einzelnen zum Urheberrecht. Bilder, Videos und Musik. Ja, am einfachsten ist es natürlich, wenn Sie die Fotos und die Bilder oder auch die Videos und die Musik, die Sie auf Social Media veröffentlichen, selber produzieren. Weil dann sind Sie nämlich der Urheber und können natürlich dann eben auch selber ganz frei bestimmen, was mit diesen Dingen passiert. Natürlich ist das in der Realität anders und ja, vielen gefällt dann eben auch der Beitrag von anderen Nutzern. Oder Sie nehmen generische Bilder aus Bilderdatenbanken oder von Fotografen, die Ihre Bilder dann eben besonders professionell schon hergestellt haben. Bitte haben Sie da im Hinterkopf, verwenden Sie grundsätzlich erstmal keine fremden Bilder ohne die Zustimmung des Rechteinhabers, wenn Sie eben nicht der Urheber sind. Checken Sie die Nutzungsrechte, wenn es da welche gibt. Ich spreche insbesondere von den Bilderdatenbanken und die von Fotografen. Schauen Sie sich die Lizenzbedingungen an. Gibt es eine zeitliche Beschränkung? Ist vielleicht auch der Nutzen von den Bildern, die Sie beispielsweise auf Ihrer Webseite einbinden durften? Vielleicht ist die Nutzung auf Social Media ausgeschlossen. Sehen Sie sich da bitte ganz genau die jeweiligen Lizenzbestimmungen an, damit Sie hier auf der sicheren Seite sind und Ärger vermeiden. Manchmal ist es auch völlig in Ordnung, wenn Sie dann beispielsweise ein Kunde macht ein Bild von der Bluse, ja, von der Modeboutique und sagt, das ist die schönste Bluse, die ich je gesehen habe. Dann, was hindert die Frau Bachmeier, den Kunden anzuschreiben, freut sich natürlich darüber und zu fragen, hey, darf ich dein Bild benutzen? Das ist sehr schön. Ja, und dann ist das vielleicht auch schmeichelnd für den Kunden, trägt zur Kundenbindung bei, aber bitte zur Verwendung vorher fragen, wenn es ein fremdes Bild ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für Bewegtbilder, also für Videos, die auch immer beliebter werden, für Reels, für Stories, auch bei TikTok. Ja, für die Inhalte da, die gedreht werden, für die kleinen Videos, aber immer häufiger wird auch Musik im Hintergrund gepostet. Ja, so parallel läuft ein Lied. Und da bitte vorsichtig sein, wenn es darum geht, aktuelle bekannte Charts beispielsweise abzuspielen.
Schauen Sie sich da auch bitte immer wieder die Lizenzbedingungen oder die Plattformbedingungen generell an von den großen Plattformen, denn ganz, ganz häufig ist der kommerzielle Nutzen verboten, sondern nur im Privaten darf dann da die Musik weiterverwertet werden. Bei Facebook habe ich da den Auszug mitgebracht. Insbesondere die Nutzung von Musik für gewerbliche oder nicht private Zwecke ist verboten, es sei denn, du hast entsprechende Lizenzen eingeholt. So, und in der Realität ist es oftmals so, angenommen, Sie möchten jetzt einen großen Werbespot drehen, beispielsweise fürs Fernsehen, und möchten ein Charts-Lied unterbringen, dann müssten Sie natürlich mit dem Musikverlag in Kontakt treten und für eine wahrscheinlich sehr große Stange Geld die Nutzungsrechte an dem Lied kaufen. Und deswegen ist es übertragen auf Social Media im Grunde genau das Gleiche. Man muss die Rechteinhaber fragen und dann eben auch eine gewisse Gebühr begleichen. Es gibt, einfach diese Musik so sich einer sehr, sehr großen Beliebtheit erfreut, gibt es jetzt mittlerweile auch von den großen Plattformen die Möglichkeiten, sich sogenannter Musikbibliotheken freier bedienen zu dürfen, auch wenn man gewerblich unterwegs ist. Es gibt die sogenannte Sound Collection von Facebook zum Beispiel. Auch da bitte wieder vorsichtig sein. Da ist zwar im Moment möglich, lizenzfrei Songs und Sounds auszuwählen, und da geht es jetzt mal nicht um die Chartsmusik, sondern einfach um ein bisschen Musik im Hintergrund. Aber auch da ändern sich häufig die Lizenzbedingungen. Also wenn Sie da gerade dabei sind, bitte schauen Sie rein, lesen Sie sich gut durch, was erlaubt ist und was nicht, um Ärger mit den Plattformen, Ärger mit den Rechteinhabern generell zu vermeiden und da auf der sicheren Seite zu sein. So, jetzt haben wir ja schon zum Urheberrecht uns jetzt schon sehr, sehr viel angesehen, und da einfach nochmal den Grundsatz bitte im Hintergrund behalten: Das, was Sie nicht selber produziert haben, immer checken, dass Sie auch den Inhalt verwenden dürfen. Und wenn Sie sich daran halten und Zustimmungen einholen, wie gesagt, Kunden anschreiben, Fotografen anschreiben. Mittlerweile ist es auf den Plattformen ja auch einfacher geworden, die Inhaber vielleicht ausfindig zu machen oder selbst in den Kontakt zu treten. Bitte behalten Sie das im Hinterkopf. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was ein ganz häufiger Fall natürlich ist, Produkte oder Dienstleistungen anzubieten auf Social Media. Und da Achtung! Infopflichten. Auch hier gilt wieder Ähnliches wie im Bereich Ihrer eigenen Webseite, Ihres eigenen Online-Shops, Ihres eigenen Online-Angebotes. Es ist natürlich auch mittlerweile möglich, Ihren Shop zu verlinken. Hier ein Beispiel von Otto. Da wird ein Strandkorb präsentiert und man kann durch mehrere Klicks, die habe ich hier angezeigt, links beginnt man, dann klickt man auf den grünen Bereich Shop ansehen, dann kommt man auf eine Artikelübersicht, da ist der Strandkorb wiederzufinden mit der Preisangabe. Und man kommt schlussendlich, wenn man nochmal draufklickt, auf eine Übersichtsseite und kann auf den Shop gehen zum Shoppen. Ja, da möchte ich den Hinweis geben, dass es wichtig ist, dass hier bei einer konkreten Werbung schon erforderlich ist, viele Informationen mitzugeben, weil der Kunde kann hier auch innerhalb von wenigen Klicks schon eine geschäftliche Handlung durchführen. Das heißt, wenn Preise genannt sind, sind auch als grobe Richtschnur mal zu sagen, wenn Preise genannt sind und es schon so konkret um das Produkt geht, müssen auch schon wesentliche Produkteigenschaften mit genannt werden. Und schlussendlich ist es dann möglich, aus Instagram raus zu verlinken in den eigenen Shop, wo dann eben der Kaufabschluss möglich ist. Auch hier denken Sie, wie gesagt, einfach dran, wenn Sie sich den Shop einrichten, dass es so ähnlich schon ist wie auf Ihrer eigenen Webseite, dass der Kunde die Informationen, die eben wesentlich sind, zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, und auch das mit dem Thema Strandkorb, Werbung aber richtig. Wettbewerbsrecht. Achtung, wenn Sie jetzt sagen, es ist der schönste oder der einzige Strandkorb, oder ich habe eben vorhin das Beispiel mit unserer Modeboutique gesagt, die beste Bluse. Ja, passen Sie da auf vor Allein- und Spitzenstellungswerbung. Also der beste, die günstigsten Preise, ja, der günstigste Strandkorb, wie auch immer. Passen Sie da bitte auf. Das ist nur zulässig, wenn es richtig ist, ja, und auch die Spitzenstellungswerbung nur, wenn Sie wirklich einen gewissen Marktsegment oben an der Spitze absolut beherrschen.
Und da ist es auch genauso, wenn Sie jetzt nicht eine Produktwerbung machen, sondern Werbung für Ihre Dienstleistung. Also eben sagen, ja, Modehaus seit XY oder ich bin besonders zertifiziert. Diese Angaben müssen wahr sein, weil eben das eine Werbung ist, die Sie auf Ihrem Social-Media-Account ja, wiedergeben. Achtung auch, und das ist immer häufiger auch ein Problem, wenn besondere Produkte gezeigt werden, also beispielsweise Lebensmittel, da gelten eingeschränkte Werbeverbote, ja? Da darf man manche Sachen nicht drüber sagen. Die Health Claims Verordnung schreibt dann eben besondere Formulierungen für Lebensmittel vor, an die sie sich halten müssen. Da bitte auch nochmal von einem Fachmann prüfen lassen, ob die Aussagen für ihre jeweiligen Produkte zulässig sind. Genauso natürlich eben wie die Werbung von Alkohol oder Vermietung, da sind noch Pflichtangaben zu erfüllen. Also sobald Sie in einem sehr speziellen Segment unterwegs sind, da bitte noch dran denken, dass das überprüft werden muss. Ja, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, nicht nur auf Ihrem eigenen Account Werbung zu machen, sondern einem noch breiteren Publikum oder einem neuen Publikum, einem anderen Publikum, Ihre Produkte ja zu präsentieren oder Ihre Dienstleistung. Die Möglichkeit gibt es über die sogenannten Influencer. Ich würde jetzt nochmal sagen, das sind Social-Media-Persönlichkeiten, die auf den eigenen Accounts von Ihnen für fremde Produkte werben können. Das heißt, Sie können beispielsweise Influencer dafür bezahlen oder Ihnen Produkte zuschicken, damit die Produkte dann präsentiert werden. Also Frau Bachmeier kann beispielsweise einer bekannten Influencerin ihre Bluse zur Verfügung stellen, zuzüglich vielleicht noch zu einem finanziellen Beitrag, und dann wird auf dem Account der Influencerin die Bluse präsentiert. Das Problem dahinter ist, dass sich auf dem Account Privates und Geschäftliches vermischen kann. Und das Gesetz schreibt ganz klar vor, dass das zu trennen ist. Also entsteht in dem Fall beim Einsatz von den Influencern die Pflicht zur Kennzeichnung als Werbung von diesem Blusenposting. Dies erforderlich, so auch der BGH, wenn der Influencer für Beiträge bezahlt wird oder Ware kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommt. So, und dann hat auch die Influencerin die Pflicht, als Werbung diesen Beitrag zu kennzeichnen, eindeutig, am einfachsten mit Werbung, dass es jeder versteht. Ja, eine ganz, ganz ja, häufig gestellte Frage ist ja, wer haftet denn dann, wenn da was schief geht mit den Kennzeichnungspflichten? Ja, als erstes mal natürlich auch erstmal der Influencer selber, der den Wettbewerbsverstoß dann begeht, dadurch, dass er die Kennzeichnung unterlässt. Aber auch bitte merken, Unternehmen sind genauso mit dabei beim Wettbewerbsverstoß. Denn das Unternehmen haftet auch auf Unterlassung und Beseitigung, wenn eine Zuwiderhandlung durch einen Mitarbeiter des Unternehmens oder einen Beauftragten begangen wird. Ja, also das Unternehmen soll sich nicht zurückziehen und sagen, ja, ich habe den Beauftragten, der hat sich nicht dran gehalten. Das funktioniert so nicht. Deswegen hier auch meine Empfehlung: Schauen Sie sich, wenn Sie mit jemandem zusammenarbeiten möchten, genau den Account an. Das kann schon eine große Hilfe sein. Schauen Sie an, ob da schon Kennzeichnungspflichten eingehalten worden sind, zum Beispiel. Ja, machen Sie vertragliche Regelungen mit dem Influencer oder der Influencerin, indem Sie beispielsweise auch Strafen bei einer Zuwiderhandlung festlegen können, wenn irgendwas dann doch schief geht. Das entbindet Sie hier nicht dann von der Haftung, aber das hilft natürlich, dem Influencer klar zu zeigen, ich nehme es ernst, ich möchte, dass meine Produktpostings bitte gekennzeichnet werden, ich möchte ja, rechtlich einwandfrei vorgehen, dass da bitte Vorsicht geboten ist. Eine häufige Frage ist auch bei ja, von Shop-Accounts beispielsweise. Da hat man häufig gesehen, dass dann Werbung in eigener Sache beispielsweise dasteht. Und da würde ich sagen, grundsätzlich ist bei einem Shop-Profil, was offensichtlich ein gewerblicher Account ist, eine separate Kennzeichnung der Beiträge als Werbung nicht erforderlich. Natürlich ist immer eine Einzelfallbetrachtung notwendig, im Juristischen klar, aber trotzdem, dem Nutzer ist hier völlig klar auf ihrem Unternehmensaccount, dass sie für ihr Unternehmen sprechen und für ihr Unternehmen Werbung machen. Also Frau Bachmeier muss nicht für jedes ihrer Blusenpostings nochmal extra drüber schreiben, Werbung, sondern da ergibt sich es aus dem Umstand, dass das eine gewerbliche Ansprache ist. Genau, das wird eben auch noch immer für große
Fragen gesorgt. Genau. Jetzt komme ich noch zum Thema Gewinnspiele. Das ist auch ein sehr häufiges Mittel zur Kundenbindung oder eben Generierung von Likes und Nutzern und Interesse. Jetzt stelle ich ganz kurz noch die Do's and Don'ts vor. Als erstes, um den Einstieg nochmal ein bisschen leichter zu machen, auch da schreiben wieder die Plattformen spezielle Dinge vor in den bei den Richtlinien zu Gewinnspielen. Das gibt's. Es gibt die sogenannten Promotions-Richtlinien von Instagram, da gibt's Ähnliches. Und eben auch, also Meta schreibt generell vor, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Oft ist verboten, der Einsatz von Nutzern auf dem privaten Profil, das heißt, das Teilen von irgendwelchen Beiträgen ist dann eben durch die Plattform untersagt als Gewinnspielvoraussetzung. Da soll eben das Gewerbliche nicht mit dem Privaten total vermischt werden. Schauen Sie da bitte nach, weil jede Plattform ist da unterschiedlich. Schauen Sie nach, was da erlaubt ist und was nicht, damit Sie da keine Fehler begehen. Das ist so erstmal der grobe Einstieg. Was auch wichtig ist in diesen Nutzungsbedingungen ist, dass da auch festgeschrieben steht, dass ein Haftungsausschluss beispielsweise erforderlich ist. Ich habe hier mal die Formulierung aus den Nutzungsbedingungen mitgenommen. Dieser Haftungsausschluss hat zum Beispiel unmittelbar beim Gewinnspiel in dem Beitrag, wenn Sie den veröffentlichen, schon dazu stehen, dass dem Nutzer klar ist, und das ist Meta sehr wichtig und in anderen Plattformen auch, dass das Gewinnspiel eben nicht mit den Plattformen geschieht oder nur über die Plattformen veranstaltet wird, aber die Plattform selber nicht in der Pflicht ist. Da wollen die sich dann eben natürlich freistellen lassen. Wichtig ist generell, das kennen Sie von analogen Gewinnspielen natürlich auch, wenn Sie was mitmachen mit Gewinnspielkarte in einem Getränkemarkt beispielsweise, bitte transparente Teilnahmebedingungen geben, auch schon in dem Gewinnspiel-Posting, weil das ist erforderlich, wenn Sie das Gewinnspiel eben veranstalten. Geben Sie die Informationen, die Sie auch selber bei einer Gewinnspielteilnahme erwarten und brauchen. Was wird verlost? Wer ist Veranstalter? Also da transparent machen, wer steckt dahinter? Wann ist Teilnahmeschluss? Was genau wird verlost? Wie werden die Gewinner benachrichtigt? Wie wird verlost? Ja, ist Zufallsprinzip oder, keine Ahnung, der mit den meisten Likes oder wie auch immer. Wer darf mitmachen? Achtung, Ausschluss an Minderjährige vielleicht nochmal denken. Und wir haben wieder das schöne Thema Datenschutz. Was passiert mit meinen Daten? Auch im Rahmen von Gewinnspielen werden natürlich nochmal Daten verarbeitet oder abgefragt. Ja? Manchmal wird ja der Gewinn irgendwo hingeschickt, ja? Oder geht an eine E-Mail-Adresse, die eben nicht durch ein Social-Media-Profil von Ihren Nutzern von vornherein offen ist, sondern wird dann zum Beispiel in einer privaten Nachricht übermittelt. Diese Informationen insgesamt, inklusive auch der Datenschutzhinweisen, die sind auch wieder im Rahmen des Gewinnspiels mitzugeben. Und wie gesagt, einfach nochmal der wichtige Hinweis, sehen Sie sich genau die Nutzungsbedingungen an, damit Sie Ihr Gewinnspiel erfolgreich durchführen können. Jetzt komme ich fast ganz zum Abschluss nochmal auf das Thema Anzeigen schalten auf Social Media. Da kommen wir nochmal zu dem Thema Datenschutz, was natürlich eben wieder ein gewisses Problem aufwirft. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr beliebtes Mittel von den Unternehmen, auch Anzeigen auf Facebook, Instagram und den anderen Plattformen zu schalten. Hier ist es mir wichtig, dass Sie noch im Hintergrund jetzt haben oder im Hinterkopf haben, wenn Sie sich genauer damit beschäftigen wollen, deswegen die etwas ausführlichere Folie, wenn Sie Werbung an ganz spezielle Zielgruppen ausspielen wollen, zum Beispiel Ihre bestehenden Kunden, ja, dann müssen Sie wirklich beachten, ob das eben mit einer Einwilligung, also ob die Kunden eine Einwilligung geben müssen dafür ist oder ob das auch anders geht. Es gab oft die Möglichkeit jetzt auch, dass man einfach die E-Mail-Adressen beispielsweise von den Kunden auf Facebook hochlädt und Facebook die dann wieder gezielt eben mit der Werbung anspricht. Das ist hoch umstritten, ob das eben möglich ist oder nicht. Da ist nochmal wichtig, da muss wirklich explizit von Ihren Kunden eine Einwilligung gegeben worden sein in diese Vorgehensweise, dass die E-Mail-Adresse des Kunden wiederum bei Facebook landet.
Ganz, ganz wichtig. Bitte schauen Sie sich da genau an oder sprechen Sie mit der zuständigen Abteilung, wenn Sie Werbung auf Facebook schalten, was für eine Art von Zielgruppe eingestellt ist, damit Sie auch da rechtlich auf der sicheren Seite sind und nicht Daten verwendet werden, die Sie gar nicht verwenden dürfen. Weil gerade bei den großen Plattformen schauen auch die Behörden natürlich gut hin, dass sie da vorbereitet sind und nochmal dafür sorgen, dass das auf sichereren Füßen steht. Genauso auch nochmal abschließend der Hinweis zum Facebook Pixel auf der eigenen Webseite. Das ist auch ein Tracking-Tool, was ermöglicht, die Leute, die auf ihrer Webseite schon mal waren und sich also, wenn sie die Webseite betreiben, für ihre Produkte bewerben, dass die dann nochmal angesprochen werden können als eigene Zielgruppe für ihre Werbung. Auch hier ist es nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, das zu tun. Da müssen Sie auf Ihrer Webseite die Voraussetzungen schaffen, dass da ein Cookie-Banner ist, der Einwilligungen einholt und so weiter. Nur nochmal bitte für Sie im Hinterkopf, wenn Sie diese Zielgruppen ansprechen, wenn Sie das durchführen auf Ihrer eigenen Webseite, Werbeanzeigen hier schalten, bitte sehen Sie sich das nochmal ganz genau an und schauen Sie, was für rechtliche Erfordernisse hier nötig sind. Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Jetzt möchte ich ganz zuletzt nochmal Tipps gegen Ärger geben. Wir haben jetzt schon besprochen, was die absoluten Must-Haves sind. Ja, die ganz großen Punkte, die Rechtsrahmen, ja, Impressumspflicht, Datenschutz beachten in vielerlei Hinsicht, Urheberrecht angucken, von wem ist das Bild, ja, wie kann es veröffentlicht werden, wie gehe ich mit Musik um, was kann ich tun, wenn ich eine Werbeanzeige schalte. Und dann jetzt nochmal bei Gewinnspielen, beim Einsatz von Influencern. Das heißt, die Must-Haves, das grobe Gerüst haben Sie jetzt schon mal. Sie sind hoffentlich sensibilisiert auf diese Themen und Ihnen gelingt dann ein guter Einstieg in Ihre rechtssichere Social-Media-Präsenz. Zögern Sie auch hier bitte nicht, sich Unterstützung zu holen, ja, sei es von der IHK, von einem Rechtsberater, ja, dass Sie einfach da nicht alleine sind. Lassen Sie es einmal klären, wenn Sie Problemfälle haben, beispielsweise auch nochmal zum Beispiel besondere Werbeaussagen im Zusammenhang mit Lebensmitteln oder speziellen Produktkategorien, dass Sie hier auf der sicheren Seite sind und bleiben Sie informiert. Wenn jetzt doch Ärger mal um die Ecke kommt, ja, Ihnen was ins Haus flattert, eine Abmahnung beispielsweise, sehen Sie sich genau an, was wird vorgeworfen, was wird verlangt, gibt es eine Frist, hier bitte auch einfach proaktiv vorgehen, kümmern Sie sich drum und wenn was passiert ist, Sie sind nicht alleine, lassen Sie sich helfen und klären Sie die Sachen für die Zukunft, dass Ihnen da einfach weiterhin nichts passiert. Und als kleine Idee und Anregung, das halte ich immer für sehr hilfreich und das ist ein regelmäßiger fester Termin, dass Sie sich nochmal einen Legal Check machen, ja, dass Sie nochmal gucken, hat sich was geändert, gab es Informationen in einem Newsletter, in einem rechtlichen oder in einem Podcast, nochmal anschauen, was hat sich getan rechtlich oder oft hilft ehrlich gesagt auch das Bauchgefühl, wenn Sie wissen, ich habe da jetzt eine Frage, ich weiß nicht, ob das so ganz okay ist. Das Bauchgefühl zeigt schon oft einfach, was dran ist. Schreiben Sie sich auf, recherchieren Sie, fragen Sie, holen Sie sich Hilfe, damit eben ja dann ein gutes Bauchgefühl wird und Ihr Geschäft dann auch hoffentlich auf Social Media zum Erfolg wird. Das war's von mir soweit. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und jetzt kommen die Fragen. Ja, Frau Kiel, erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Gerne. Wir haben jetzt auch einige Anfragen gesammelt und zwar fangen wir doch gleich mal an. Zum Thema Urheberrecht. Wenn Kundinnen meinen Instagram-Account auf ihren Posts oder Stories auf Instagram markieren, darf ich diese dann in meiner eigenen Story teilen oder bräuchte ich dafür eine extra Genehmigung? Und dann geht's weiter. Beim Reposten gebe ich hier automatisch den ursprünglichen Usernamen als Quelle an. Ja, das ist grundsätzlich auch da nochmal so. Der Urheber, der das Bild angefertigt hat, besitzt auch die Urheberrechte. Am einfachsten wäre es, da den Nutzer kurz anzuschreiben und zu sagen, toll, dass du mein Produkt benutzt. Danke fürs Markieren. Das freut mich sehr. Darf ich den Beitrag in meinem Profil teilen, in meiner Story teilen? Gehen Sie da ruhig in die Kundenkommunikation, bevor Sie irgendwas dann falsch machen, in Anführungszeichen. Natürlich ist es bei Instagram so, wenn Sie verlinkt oder vertaggt werden,
erscheint das auch auf Ihrem Profil in dem separaten Reiter. Das ist erstmal in Ordnung, aber sobald Sie eben eine eigene Vervielfältigung haben oder Veröffentlichung haben über Ihre Story oder wie auch immer, gehen Sie da in die Kommunikation, fragen Sie, ob Sie es machen dürfen, vielleicht auch, ob der Nutzer genannt werden will oder nicht. Das ist ja auch immer noch mal so eine Frage. Ich würde da empfehlen, gehen Sie in die Kundenkommunikation, holen Sie sich eine Zustimmung. Idealerweise muss die auch festgehalten werden, also dass da kein Ärger besteht. Angenommen, Sie teilen es jetzt in Ihrer Chronik oder Ihrem Profil auf Instagram, das bleibt natürlich auch länger bestehen, dass Sie da sicher sind. Ich habe mit dem Kunden drüber gesprochen, der hat mir die Einwilligung gegeben. So ist es am besten. Okay, und die Kommunikation dann am besten auch über Instagram, über eine DN, also eine Direktnachricht. Genau. Okay, ja. Und dann hat man auch einen ganz guten Beweis, genau. Wenn jemand sagt, nee, die... Genau, okay. Dass man dann keinen Ärger bekommt, also dass man von vornherein, ich würde vom Gefühl her auch sagen, klar, ich will, dass das Unternehmen auf mich aufmerksam wird, hier, guck mal, Frau Bachmeier, ich trage Ihre Bluse, die finde ich toll, trotzdem sind Sie sicher auf der rechtlichen Seite, wenn Sie eben in die Kundenkommunikation gehen und nochmal anschreiben und vielleicht entwickelt sich dann eben noch ein weiterer Kauf. Okay. Vielen Dank. Dann haben wir schon die nächste Frage und zwar ist auf Instagram die Musik, die man beim Hochladen auswählen kann, das Pendant zur Facebook Sound Collection. Hier sind, soweit ich weiß, auch aktuelle Charts dabei oder gibt es diesen Service für Instagram nicht? Aber ist doch beides Meta, oder? Ja, das ist beides Meta. Die haben aber, soweit ich weiß, auch unterschiedliche Nutzungsbedingungen oder eben auch gehen, glaube ich, unterschiedlich um mit diesen, mit den Musiknutzungen. Hier bitte nochmal ganz genau nachschauen. Für die kommerziellen Accounts gibt es, soweit ich weiß, auch nochmal eine extra lizenzierte Datenbank. Die kostet, meine ich auch. Also schauen Sie sich da bitte nochmal ganz genau an, was für Ihren Fall da relevant ist. Also unter was fallen Sie? Also bezahlen Sie schon dafür beispielsweise? Schauen Sie sich da bitte nochmal ganz genau die Instagram-Nutzungsbedingungen an von den unterschiedlichen Musikanbietern, dass Sie da eben da nicht in eine Falle tappen, weil die Konzerne sind da relativ streng und gerade wenn es eine Charts-Nutzung ist, wird es jetzt für mich sehr dafür sprechen, dass eben in irgendeiner Weise eine Lizenz gezahlt werden müsste. Bei diesen Sound-Collections, die wirklich Geräusche sind oder keine Ahnung, generischere Musik, da gibt es eben die Möglichkeit auch für die gewerblichen Accounts. Aber sehen Sie sich, bevor Sie was nutzen, wenn es auf einem gewerblichen Account ist, bitte ganz genau an, woher kommt die Musik? Ist das jetzt von einem Teil, was lizenzfrei ist, was mir zur Verfügung gestellt wird oder nicht. Klasse, dann kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt sind wir bei den GIFs. Wie sieht es bei GIFs, vielleicht erklären wir das allen anderen Teilnehmern, vielleicht ist nicht jedem ganz klar, was ein GIF ist, hinsichtlich des Urheberrechts auf. Darf ich nur GIFs verwenden, die ich selbst hochgeladen oder erworben habe, ähnlich wie bei der Musik? Oder wenn ich eine Story von Kunden und Kundinnen reposte, zählt die Platzierung eines GIFs dann bereits als Veränderung, die wieder extra eine Genehmigung brauchen würde, Frau Kiel? Ja, das ist eine gute Frage. Damit habe ich mich so im Detail bislang noch nicht beschäftigt. Da müsste ich nachsehen, müsste ich recherchieren. Können wir gerne nachtragen, was da ist. Aber auch da ist es so, ja, woher kommt der GIF? Ja, zu welcher Zweck der Veröffentlichung ist er selber veröffentlicht worden? Also ist der Urheber damit einverstanden, dass das jetzt einfach, ja, wiederverwertet wird oder wie benutzen Sie auch diesen GIF? Ja? Ist das jetzt in der privaten Kommunikation oder ist es gewerblich? Das ist dann auch die Frage, in welchem Background ist es für eine Werbeanzeige, die Sie das nutzen oder in der Kundenkommunikation? Da müsste man einfach im Einzelfall nochmal schauen, um welche Art von GIF es sich handelt, woher das kommt. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, also es gibt natürlich auch Bilder, die zur freien Verfügung sind, ja, aber immer gucken, woher kommt's und was ist damit ursprünglich eben geplant, also was will der Urheber? Okay, gut, vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar jetzt geht's zu den Mitarbeitern. Sind Mitarbeiter bzw. Geschäftsführer auch als Influencer anzusehen, wenn sie etwas über das Unternehmen posten, beispielsweise über LinkedIn? Ja, das ist,
Das ist auch eine spannende Frage. So dieses Influencer-Recruiting-Thema ist ja auch häufig, ne? Dass sie dann Werbung fürs eigene Unternehmen machen. Auch da müsste man sich nochmal wirklich den Einzelfall angucken, wie sieht das aus. Aber beispielsweise auf LinkedIn wird ja von vornherein klar, wer der Arbeitgeber ist, ja, oder auch der Geschäftsführer. Da würde ich dann sagen, das ist auch Werbung in eigener Sache und das dürfte eigentlich auf den ersten Blick, wie gesagt, es kommt immer auf den Einzelfall an. Aber da müsste man sich das angucken. Und auf LinkedIn, gerade einer beruflichen Plattform, ist es im Grunde nach aus den Umständen völlig erkennbar, ja, dass es eine gewerbliche Kommunikation ist und dass man eben für sein eigenes Unternehmen oder seine eigenen Produkte Werbung macht. Da ist eben weniger dieses Vermischen von Privatem und man kann nicht erkennen, ist jemand jetzt dafür bezahlt worden oder nicht. Genau, das wäre jetzt mal so meine Antwort. Ich hoffe, das hilft schon. Ja, ich hoffe doch auch sehr. Dann zur nächsten Frage. Ist es ausreichend, das Impressum in den DSE aufgelistet zu haben oder muss es dafür einen extra Link geben? In den DSE. Ja, in den DSE. Also ich denke mal in den Anfangs da, nicht in der Bio, sondern vielleicht, dass die Teilnehmerin nochmal genau schreibt, was er mit DSE meint. Das Datenschutzerklärung vielleicht. Das könnte sein, ja. Stimmt, die Abkürzung. Dann wäre es Kenne die nochmal die Frage. DSE-Abkürzung zwar nicht, aber ja, das könnte es treffen. Aber das, nee, ich lese die Frage nochmal vor. Ist es ausreichend, das Impressums in den Daten, also ich spreche zwar aus, in den Datenschutzerklärungen aufgelistet zu haben, oder muss es dafür einen extra Link geben? Also ich würde es jetzt mal auch so eigentlich immer separat halten, dass der Nutzer klar weiß, also sowohl Impressums als auch Datenschutzerklärung müssen für den Nutzer schnell aufzufinden sein. So, und wenn jetzt hinter einem Link sich beides verbirgt, ist es immer schwierig, ja? Oder man benennt den Link wirklich so Impressum plus Datenschutzerklärung. Und dann gibt es einen gut getrennten und schnell erkennbaren Bereich Impressum und Datenschutzerklärung. Das würde für mich reichen. Aber dann muss ich wirklich aus dem Link, aus der Bezeichnung des Links wirklich klar erkennen, ja, machen, dass sich beides dahinter verbirgt, dass da der Nutzer sofort auf den ersten Blick weiß, okay, hier muss ich hinklicken. Dann wäre das für mich okay. Die Frage geht noch weiter. Also die Teilnehmer hat eine zweite Frage gestellt. Ich kann bei meinem Social Media Profil noch immer nur einen Link erstellen. Also Sie haben ja gesagt, dass das jetzt mehrfach möglich ist. Wie mache ich das dann, dass es sicher ist? Wenn ich den Link, Moment, in die Bio setze, ist der Link nicht anklickbar. Ja, das ist immer so das Aber ein Vorherige. Link ist ja anklickbar. Ja, genau. Also ein Link ist anklickbar. So, dann wäre es rechtssicher, wenn Sie hinter diesem anklickbaren Link sowohl Impressum als auch Datenschutzerklärung, wie ich gerade gesagt habe, ja, verlinken auf Ihren Shop. Und es muss aber zusätzlich noch, oder es sollte eben, damit es besonders klar ist, an der Zeile über den Link drinstehen, was eben im Link zu finden ist. Weil natürlich hat man beim Link-Posten nicht so einen riesenlangen Platz, dass dann von vornherein völlig klar ist, dass Impressum, Datenschutzerklärung beim Onlineshop und so weiter, die Links sind ja länger in der Benennung oft. Deswegen, man muss nochmal erläutern, was sich eben hinter diesem Link verbirgt. Es gibt auch eine Möglichkeit, einen sogenannten Linktree zu setzen. Ja, das ist ein Programm oder kleine Programme, die ermöglichen, hinter einem Link, ja, wie ein Baum eben, dass man den einen Link klickt und dann öffnet sich ein Fenster mit unterschiedlichen verschiedenen Links, die dann auch bezeichnet werden können, die wiederum weiterführen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da müssen Sie nur mal gucken, weil ein Impressum soll mindestens, also maximal 2 Klicks entfernt sein. Dass Sie da wirklich durchgehen, 1, 2 und das dann direkt aufs Impressum weitergeht. Aber diese sogenannten Link-Trees, wenn Sie es vielleicht mal auf einer Suchmaschine anschauen sich, das wäre noch eine Möglichkeit, das irgendwie ja, einzurichten, wenn aktuell da nur ein Link verfügbar ist. Okay, dann also das Thema Impressum scheint die Teilnehmer umeinander zu treiben, weil jetzt kommt die nächste Frage. Bei Instagram kann ich kein ganzes Impressum zufügen. Welche Möglichkeit habe ich, einen Link zu hinterlegen, wenn ich keine eigene Website besitze, auf die ich dann verlinken kann? Ja, das ist natürlich problematisch.
Ja, es muss, wie gesagt, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar gehalten werden. Deswegen würde ich, also gibt es unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten auf Instagram, da müssen Sie sich in Ihrem Profil nochmal umschauen. Es gibt die Möglichkeit, in Highlights beispielsweise das Impressum zu speichern. Die Highlights rutschen aber weiter, also im Grunde muss oder einen angehefteten Beitrag, das könnte man auch machen, aber das muss wirklich dann gleich auf der ersten Seite erkennbar sein, dass sich da das Impressum dahinter verbirgt und da kann man eben dann als Bild speichern, ein Impressum speichern und dann klickt man auf das Highlight und dann kommt das Bild zum Impressum. Das geht auch, aber wie gesagt, Achtung, weil die Highlights ja weiter rutschen, dass man es regelmäßig wieder nach vorne zieht oder wenn Sie eben nicht mehrere Highlights haben, dass ein Highlight Impressum ist, ein Highlight Datenschutzerklärung, dass da die Pflichterklärungen dahinter sich verbergen oder eben mit einem angehefteten Beitrag. Da müssen Sie mal schauen, was ja ehrlich gesagt auch einfach schöner aussieht für Sie. Aber da muss man leider ein bisschen kreativ werden, auch wenn Sie eben jetzt keine direkte Verlinkung zu einer anderen Webseite zur Verfügung haben. Wie gesagt, es muss ja mit maximal 2 Klick erreichbar sein. Gut, dann sind wir mit den Fragen eigentlich durch. Ich stelle jetzt, habe gerade in den Chat nochmal gefragt, ob noch weitere Fragen von Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an die Frau Kiel, ob ich da noch Fragen stellen soll. Sehr gerne, dann bitte jetzt posten. Ansonsten würde ich sagen, ich schaue jetzt gerade mal, keine weiteren Fragen. Frau Kiel, vielen herzlichen Dank. Danke vielen auch. Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Danke auch von mir. Dass Sie heute dabei waren, dass Sie Ihre Fragen gestellt haben, dass Sie das Ganze dann so lebendig gestaltet haben. Und wenn Sie weitere Informationen zu Veranstaltungen, zu IHK-Spezialwebinaren etc. haben möchten, dann nutzen Sie doch unser digitales Infocenter. Hier finden Sie den QR-Code. Sie bekommen die Präsentation, wie ich eingangs gesagt habe, auch in den nächsten Tagen per E-Mail. Sie bekommen auch den Link zum kompletten Webinar, also zur Aufzeichnung. Ja, und dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Nachmittag.